Das nächste Rennwochenende der MotoGP ist geschafft. Der Wrap-up, der fehlt noch und darum kümmern wir uns jetzt. An meiner Seite Sandro Cortese nach Misano wieder da. Wieder an deiner Seite. Gott sei Dank, ich freue mich. Und der Philipp, der ist auch mal wieder bei uns dabei. Ja, auch nach Misano wieder mit dabei. Eine Sache noch, bevor wir beginnen. Sandro, dich habe ich ja vor 2 Wochen in spannenden Zeiten ausgelassen. Du kommst jetzt zurück und alles gut gegangen? Alles gut gegangen. Als werdender Papa gegangen und jetzt als eingegroovter Papa nach 10 Tagen, würde ich mal sagen. Alles hat sich eingespielt und die Mama und die kleine Tochter sind wohlauf. Das ist das Wichtigste und du hast an dem Wochenende wahrscheinlich mehr schlafen können. Ich wollte gerade sagen, Sandro hat einen großen Vorteil jetzt, weil er ist es gewohnt, weil er der Nacht jetzt so wenig schläft. Sind für die Überseestopps für ihn eigentlich ideal, oder Sandro? Du bist bestens um 4.30 Uhr bestens gelaunt in die Studie gekommen und hast gesagt, okay, das war wie Erholung jetzt. Das stimmt, ich habe mich sozusagen ungewollt vorbereitet, wenig Schlaf hat mir geholfen, dieses Wochenende gut zu überstehen, aber es hat natürlich auch Spaß gemacht. Das glaube ich. Wenig Schlaf drumherum. Es war die Premiere in Indien. Endlich. Also wir haben es ja schon ganz spannend erwartet. Und deswegen fangen wir jetzt gleich auch an mit der ersten Karte. Du darfst sie schon umdrehen. Und zwar, es gab ja alles. Es gab ja vom Affen bis zum Regenchaos. Es war alles dabei. Vielleicht ein bisschen abseits vom Sportlichen. Was war denn dein Highlight, Philipp? Niki, das ist ganz schwer, weil das wirklich das ganze Wochenende irgendwie ein Highlight war. Ja, also es gab wirklich nichts, was es nicht gegeben hat. Ich würde fast sagen, dass die Strecke das Highlight ist. Denn dieses Layout hat irgendwie alle begeistert, ja, weil ein paar Piloten haben gesagt, wir waren im Vorfeld ein bisschen zu streng. Denn es war eben die große Unbekannte, dieser Boot International Circuit, wie sind die Auslaufzonen, wie gestaltet sich das alles, wie sicher ist es. Und dann am Donnerstag beim Trackwalk waren schon alle irgendwie sehr begeistert und gesagt, da gefällt es uns. Ein paar haben sogar gesagt, das hat Potenzial zur Lieblingsstrecke aller Zeiten. So. Und dann am Freitag hast du gemerkt, dass halt denen wirklich Spaß macht, ja, oder dass die wirklich eine Freude haben auf der Strecke. Im Regen wollten sie nicht fahren, haben auch mitbekommen, ist auch verständlich. Aber ich würde sagen, dieses Layout und die längste Gerade, diese Anbremszone da vor Kurve 4, diese erhöhte Kurve 8, 9, wo wir auch super Manöver gesehen haben. Ich sage einmal, es fällt schwer, ein Highlight rauszupicken, aber diese Strecke, dieses Layout, das war ein Highlight. Kann ich nur zustimmen. Sandro, hast du noch etwas anderes hinzuzufügen? Tatsächlich nicht. Also ich war auch hochauf begeistert von der Rennstrecke, von der ganzen Atmosphäre, denke ich. Es war für alle am Schluss dann doch angenehmer, als man es befürchtet hatte. Und ich denke, alle werden auch nach dem Grand Prix, wenn man 2024 zurückkehrt, ihre Lehren mit nach Hause nehmen, das Ganze verbessern, das ein oder andere. Aber das Wichtigste, dass wirklich jedem Fahrer die Rennstrecke gefallen hat. Auch noch, dass der Sandro mitsingen wollte bei der indischen Hymne. Also, die ist wirklich sehr schön, die Hymne. Und ich schaue ihn Sandro an, wippt schön mit. Ist eine wirklich sehr schöne Hymne. Du hättest gerne mitgesungen. Aber da bin ich voll bei dir. Ich fand sie auch sehr schön. Also es stimmt, es gibt nicht viele Hymnen, wo man sagt, boah, von Anfang an, die hat einem richtig gut gefallen. Auch die Atmosphäre mit den ganzen Fans drumherum. Camilo Espeleta, der da wirklich sehr, sehr ernst auch dran stand. Also war wirklich ein schöner Moment. Kann ich auch nur zustimmen. Ich bin total eurer Meinung heute. Ich weiß nicht. Wahnsinn. Nein, ich bin immer eurer Meinung. Nächste Karte. Sandro, bitte, du bist dran. Und zwar, diesen Herren gefällt, glaube ich, die Strecke jetzt im Nachhinein auch sehr, sehr gut. Denn die Weltmeister Fabio Quartararo, Joan Mir und Marc Marquez, die hatten ein sehr solides Wochenende mal zur Abwechslung, oder? Richtig. Ich denke, nicht nur für die drei Fahrer, auch für die 2 Werke rund um Honda und Yamaha war es ein rundum gutes Wochenende. Schade wirklich mit Marc, der ohne Sturz meiner Meinung nach sicherlich hätte ums Podium kämpfen können. Fabio dadurch profitiert hat, nimmt gern den 3. Platz mit. Aber ich denke, wenn wir nächste Woche in Japan sind, können beide und auch ein Joan Mir das sicherlich an diesen Ergebnissen anknüpfen. Es geht nach Hause zu den japanischen Werken und die haben da Top-Daten und für alle, für uns Fans, für die ganze MotoGP-Szene wäre es wichtig, dass Honda und Yamaha genauso weitermacht. Und Philipp, hättest du das denn so erwartet, dass die Herren da jetzt wieder wirklich mal so stark auftreten? Niki, erwartet nicht, aber man hat schon wie am Freitag gesehen, halt neue Strecke, es ist irgendwie alles auf Null gestellt. Ja, wir wissen die Probleme, die Honda hat, aber du hast irgendwie gesehen, dass zum Beispiel Marc Marquez sich gut zurechtgefunden hat auf der Strecke, aber eben auch ein Fabio Quartararo.
da eigentlich ziemlich schnell Spaß gehabt hat, schon mir. Ich glaube, es war zum ersten Mal seit sehr langer Zeit, dass 200 in den Top 6 in der Startaufstellung waren. Und man muss sich wirklich vor Augen führen, was für eine Erleichterung das für den Joan Mir sein muss, jetzt wieder mal da vorne mit dabei zu sein. Der kennt die Rennen nur von hinten oder aus dem Kiesbett. Und das ist halt wirklich etwas ganz Besonderes für ihn. Und das freut mich wirklich. Und Quartararo, da war Platz 2 möglich. Also natürlich wegen dem Fehler von Martin, aber das war sogar im Bereich des Möglichen. Also Fabio Quartararo top. Wermutstropfen natürlich für alle Marc Marquez-Fans, dass er halt da wieder den Fehler gemacht hat und aber trotzdem dann noch in die Top 10 gefahren ist. Also das war für die, ich glaube, wenn man es dann am Ende sieht, ein positives Wochenende. Ja. Würde ich auch sagen. Und ein Sprintpodium war ja für Marc Marquez auch drinnen. Insofern alles fein. So, letzte Karte. Die wichtigste Karte, und zwar der WM-Kampf. Der wird jetzt natürlich nochmal richtig heiß. Francesco Bagnaia mit dem Crash hat Punkte weggeworfen. Marco Bezzecchi, der Dominator vom Rennen. Also das wird jetzt nochmal richtig, richtig spannend. Du sagst es, es wird richtig spannend, denn das ändert jetzt schon einiges irgendwie. Man hat das Gefühl, wir haben es auch in der Sendung angesprochen, irgendwie, dass Jorge Martin ein bisschen jetzt im Kopf angekommen ist von Pecco Bagnaia. Vergessen wir aber nicht, Pecco Bagnaia in Barcelona, er ist verletzt, er ist noch immer nicht bei 100%. Ja? Also das kommt alles dazu. Martin ist aber da. So, 13 Punkte, gute Unterhaltung uns allen. Also das wird jetzt noch lustig und Marco Bezzecchi ist in Überform. Also das war wie wenn sie für ihn diese Strecke mal gebaut hätten. Ja? Der war ja abnormal stark auf diesem Kurs. Also wir haben wirklich einen schönen WM-Kampf. Bagnaia wird sich erholen, auch mental erholen. Man hat gesehen in der Box, hat sich entschuldigt bei allen. Der steckt es weg. Der hat es auch schon weggesteckt, solche Crashes. Es wird viel, viel, viel geboten jetzt noch in den nächsten Rennen. Ja. Auf jeden Fall. Und Sandro, du als Experte, wer ist denn jetzt so dein Favorit? Stand jetzt. Also das Momentum hat ganz klar Jorge Martin auf seiner Seite. Aber es kann in dieser Saison noch so viel passieren. Ein Marco Bezzecchi, der eigentlich schon ein bisschen abgeschrieben war. Es ging nur um Jorge Martin, Pecco Bagnaia. Es war das wichtigste Rennen seines Lebens, würde ich jetzt mal behaupten heute. 25 Punkte, sein wichtigster Sieg in der MotoGP-Klasse und 44 Punkte Rückstand. Er kann aus eigener Kraft noch Weltmeister werden. Und wenn er so weiterfährt, dann wird es schwer, ihn in den nächsten Wochen zu stoppen. Du sagst es, es kann noch viel passieren, es wird noch viel passieren. Nächste Woche geht es schon weiter in Japan. Mit denen geht es wieder. Sandro und Philipp sind wieder am Start im Studio. Da müsst ihr durch. Es ist sehr früh. Wir freuen uns drauf. Und ich glaube auch alle Fans freuen sich drauf. Und da steht man sehr gerne einmal früher auf oder geht nicht schlafen. So wie der Sandro, der tut dazwischen sowieso nicht schlafen. Ich übe das die Woche mal. Also jetzt geht es nach Hause, wieder zur Familie und komme dann nächste Woche wieder schon akklimatisiert ins Studio an. Im Rhythmus, sage ich mal. Genau. Sehr gut, sehr gut. Und soweit bis dahin entspannen wir uns mal alle und nächste Woche heißt es wieder einschalten bei Servus TV. Und natürlich gibt es auch wieder einen Wrap-Up.